Suche im Haus nach weiteren Informationen über den Steinhaufen. Ach so, da ist so ein kleines Drecksvieh drin. Oh, ich kann die gar nicht ausrüsten, ne? Ach, und das ist die andere Explosion gewesen. Auch nicht schlecht. Hier liegt ein Rucksack außen. Oh! Verdammt. Also jetzt die blaue Munition brauchen wir jetzt. Ach ja, wirklich? Gott, kotzen die Viecher mich an, ey. Over and out, wohl verfolgen wir gerade. Benutze das Funkgerät im Fahrzeug. Schon sterben wir jetzt bloß beim Runterfallen. Kann ich dann? Ah. Immer noch nix. Ja, dann hat es ja auch genauso wenig gebracht, ne? Na, so ein Scheiß. Für den Unterschlupf auf Nara und St. Holman. Das ist ja hier. Ich geh jetzt dann eh mal hier weiter. Und geh dann runter. Ne, wir sind halt immer noch auf der fucking Startinsel. Aber warum komme ich in solche Dinger denn rein? Was mich aber jetzt interessieren würde. Over and out. Suche etwas, das den Standort des zweiten Funkmastes zeigt. Nächste Funkmast westlich da. Gut. Scheinbar haben wir es aber gemacht, ne? Dann gehen wir jetzt einfach mal hier weiter und dann müssen wir zum nächsten Häuschengebiet oder was da. Hä? Cool. Nein! Ah, scheiße. Das ist die Musik. Ach scheiße, ich lass mich gerade von der Musik ablenken. Da hinten ist er, der Wichser. Nee, das ist wieder ein anderer.
Wo ist dann der nächste? Sheet. Ah. Warte mal, da ist noch einer. Shit. Irgendwo ist noch einer. Ach, komm schon. Was noch einer? Ja. Ach, du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass ich jetzt... Ach komm, diese kleinen Scheißzuckungen, was die immer machen, die wohl überhaupt keinen Sinn ergeben. Nicht, dass er stehen bleiben muss, um sich abknallen zu lassen, aber ey, komm schon, so kleine, so zuck, zuck, zuck. Ist doch Schwachsinn. Oh, reg die mich auf. So. Später wieder aussortieren. Das ist eine Poststelle. Ah, ja, das ist... Spezielle Häuser kannst du nicht betreten. Das ist auch ein großer Kritikpunkt nach meiner Meinung. Ich meine, gerade das sind ja die Häuser eigentlich, wo du rein willst. Wo du denkst, ja, da will ich rein. Nix, was haben wir hier? Okay, da ist auch nichts drin. Ach so, nee, schalte mir Freu. Das Problem ist, man will immer alles mitnehmen und dann. Ja. Geht's nicht. Als wenn ich wüsste, wo man das freischalten kann. Ich muss mal kurz was checken, dass mein Speicher voll läuft. Dann ist die ganze Aufnahme für den Arsch. Ah, schaut noch gut aus. Schaut noch gut aus. So, jetzt können wir hier weiterlatschen. Ist gut, dass wir die Fähre markieren. Ist ja nicht so, als ob es eine geben würde. Release an. Bude? Wahrscheinlich wieder da am Rand, ne?
Hier könnten wir uns so Fässchen hinlegen und dann alles in die Luft jagen. Alter, wie weit sind die weg? Dass das jetzt hier in dem Gebiet schon angezeigt wird, obwohl ich einen gefühlten Kilometer weg bin. Nicht, dass es jetzt schlecht wäre, aber halt. Ja. Ist halt Holmes Bro. Okay, wie immer nichts drin. Da ist das Bad. Bad ist eigentlich auch so gut wie nie was. Ich meine, das Wichtigste ist im Prinzip nur das Elternschlafzimmer. Oh, die haben zwei Bäder. Okay, und in diesem Haus gibt es gar nichts. Niente, nada, null, nullum. No, 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 no. Ja, mich wundert es halt, dass nur Soldaten gefreckt sind. Keine zivilen Opfer oder sowas. Ach, die Katze will wieder raus, aber ich höre jetzt eh gleich auf. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, 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 nein. Wo ist der andere hin? Kleiner Mistkerl. So, jetzt haben wir sie. Kampf eingetreten für den Arsch. Naja, nee, da verschwenden wir jetzt gar nicht so viel Munition. Oh, ich habe drei davon. Hallo? Oh, es hat mich trotzdem erwischt. Scheiße. Ja, so ist er da jetzt nichts mehr. Release-Antenne ist zerstört. Haben wir einen neuen Fertigkeitspunkt? Ja, tatsächlich. Erhöhe die maximale Gesundheit eines Charakters 10% Gesundheitszuwachs. Kaufen. Verringert deine Sichtbarkeit für Gegner. Geil. Warte, ich kann ja das nachschauen. Oh Mann. Tragekapazität. Ich Vollidiot. Lauftempo. Alter. Oh Mann. Kann ich das zufällig irgendwie zurücksetzen? Ist das eine Antenne? Hallo? Das ist Waffenwechsel manchmal, ne? Ist auch ein großes Problem in dem Spiel. Wenn du zu schnell wechselst, der Wechsel ist die da. Jetzt, ja, was du jetzt macht das? Kleiner Mistkerl. Erst macht das nicht und dann, wenn ich es euch zeigen will, dann macht das dann wieder doch. Vorführeffekt. Aber was soll das hier sein? Radiostation Mesker. Masker. Oder irgendwie so. Beute.
zufällig so ein Ding? Nee. Oh, da liegt ein Toter. Ich glaub, der ist tot. Der hat seine besten Zeiten hinter sich gebracht. Weißt du, bauen so ein teures Ding und dann Holzschuppen. Es ist eine militärische Einrichtung. Wir haben sehr viel Geld für diese Antenne eingebaut. Wie viel Geld bleibt... Oh. Wie viel Geld bleibt uns noch für den Rest übrig? Ein Zehner. Naja, gut, nehmt die Holzbretter von dem Dreck, von dem Dreck da drüben und baut damit noch eine Hütte. Ich glaube, langsam den Unterschlupf finde ich hier gar nicht. So eine Scheiße. Oh, was ist das? Das interessiert mich, meine Freunde. Vielleicht ist es da ein verstecktes McDonald's. Na gut, das würde bei denen wahrscheinlich McDonald's und Donald's und Donalde. Donalde Home. Irgendwie sowas, keine Ahnung, ich laber gerade echt scheiße. Ist einfach nur ein Steinhaufen. Nö, 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 nö. Ja, Sonnenaufgang und der ganze Scheiß ist schon echt geil. Oder ist das Untergang? Ich glaube, das ist Untergang. Was ist denn das? Ist das ein Berg? Weil da schwebt da was in der Luft? Da schwebt irgendwas. Oder ist das ein Stück von dem Turm? Okay. Mehr ist hier nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Weißt du, schmeißen sie einem, wie sagt man besser, so einen Köder hin. So, hey, schau, da ist ein Steinhaufen. Da, wenn du hingehst, da wirst du nichts finden, du Arsch. Wir haben dich nämlich voll an der Nase rumgeführt, du Penner. Tja, sie haben es echt gut gemacht. Echt gut. Ich bin komplett drauf reingefallen. Ja. Hurra. Schauen wir mal doch zu der Scheune noch. Die wie alle anderen Gebäude aus dem IKEA-Katalog bestellt wurde und hier aufgebaut. Deswegen sieht sie. Ja, das sind so Sendetürme, die wo man in der Luft sieht. Wahrscheinlich blenden sie alles aus ab einer gewissen Höhe, aber das ist dann schon wieder zu hoch. Moskar. Warte mal, sollte hier nicht auch irgendwas sein? Ich habe keine Ahnung. Ah, okay, sehr gut. Das ist wie das Haus, das was wir vorhin gesehen haben. Ah, nicht ganz. Die Einrichtung ist ein bisschen anders. Ja. Ich weiß zwar nicht wofür, aber ja. Ablegen. Ablegen. Nein. Ablegen. Ablegen. Nein, ablegen, habe ich gesagt. Ablegen. Das da. Fertig. Ich weiß immer noch nicht wofür. Es gibt nämlich eigentlich gar keinen Sinn, dass die Waffen grün sind oder sowas. Ergänzung entfernen. Ergänzung entfernen. Ergänzung entfernen. Okay, die hellblaue ist für die Scharfschützengewehrwaffe anbringen. Also jetzt nur erstmal. Mach's gut, mein treues Gewehr. Du hast viele Gegner auf dem Gewissen. Waffe anbringen, Mäuser. Waffe anbringen, Mäuser. Hä? Ah, okay, das sind die Reste. Schalldämpfer an. Waffe anbringen, Mäuser. Sehr gut. Oh ja, da ist dann auch wirklich der Schaden weg, ne?
Dann wenig so ein bisschen Muni hier im Schlafzimmer, wie jeder normale Mensch auf dieser verdammten Insel. Warte. Und? Okay. Die wollen hier scheinbar nur Party machen. Habe ich genug Energie? Ach, scheiß drauf. Da wird nicht großartig was drin sein. Ah ja, doch in dem Eck da ist immer was. Das ist das Gute, kennst du ja eins, kennst du ja alle. Hier ist ein Auto. Oh. Ja, natürlich alles von der anderen Seite, ey. Das Ding ist immer an der falschen Seite. Noch mehr Gas. Ja. Scheint, wir haben auf dieser Insel diesen Unterschlupf nicht gefunden. Den wir finden wollten. Den ich finden wollte. Läuft echt super, Mann. Echt super. Oh, hier hat jemand gewohnt. Ja, klar, Mann. Ne? Überall sind Riesenhäuser, alles leer. Man kann machen, was man will. Und dann wohnt man in einer kleinen Scheißhütte. Kann man sich viel besser verteidigen. Viel besser. Jetzt müsste ich komplett wieder zurücklaufen, ne? Da oben ist die Antenne. Da hinten ist dieser Verarschungssteinkreis. Steindings da. Warte mal, was ist da? Okay, da gehen wir noch hin, dann höre ich auf. Oh, voilà. Ich hocke schon wieder zu lange. Sind da schon wieder welche? Hä? Warte mal, stehen die wieder? Okay, Levelaufstieg finde ich geil, aber... Warum zur Hölle stehen denn die wieder? Von gut, dass die schon... Scheiße, jetzt habe ich den Mist wieder mitgenommen. Gut, dass die schon beschädigt waren. Oh. Hä? Mir ist nichts passiert. Warte mal, saufe ich hier eigentlich ab? Ach, scheiße. Alter, also, kann ich da nicht mal rein? Oh, was für ein Wichser. Oh. Also gut, meine Freunde und Kameraden. Haben wir uns das Haus nie angeschaut, weil da 0 von 5 ist? Warte. Eins müssen wir noch machen. Eins. Wird da noch was sein? Oder auch nicht. Hä, sind wir da nie rein? Oder bin ich da Kerzen gerade vorbeigelaufen? Nee, hier waren wir doch. Na gut, jetzt aber. Also, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Generation Zero.
Ich weiß, wie. Ich erwähne es auf jeden Fall nochmal. Ich weiß nicht, wie lange ich spielen werde, weil das mit den Gegnern in dem Bunker mich schon aufgeregt. Vielleicht müssen wir aber einfach bloß die Bunker meiden. Weil dieses Erkunden bockt sich schon irgendwie. Na gut. Also, macht's gut und Servus.